Bei mir steht Herr Himmelmann, der Zeuge vom ersten Moment an war, hier aus der Gegend stammt. Aus Gauangeluch, ja. Ist Oberfeuerwehrmann selber, von daher kann er die Situation von Anfang an gut einschätzen. Was ist passiert? Ja, also wir haben, wie Sie hier sehen, haben wir hier Erde herfahren lassen. Und wir haben den LKW-Fahrer noch angegeben, dass er seitlich kippe. Und es war dann so, dass der LKW-Fahrer nach hinten gekippt hat. Und daraufhin, kaum hat der LKW-Fahrer den Auflieger quasi hochgehoben, ist quasi der LKW auf die Seite umgefallen. Ja, mein erster Gedanke war, wie bringe ich diesen Mann da jetzt raus? Ne? Wir sind dann zum guten Glück gleich die zwei LKW-Fahrer kommen von dem anderen LKW, die mir geholfen haben. Natürlich gleich Notruf gewählt, ne? 112 ist ja klar. Aber wir haben den dann durch die Seite schalten, wie man sieht, wenn man dann rauskurve. Anfangs war er nicht ansprechbar. Und der ist dann zu sich gekommen. Ich habe natürlich dann geguckt, Puls, ob das alles vorhanden ist. Und das war alles da. Und ja, dann haben wir ihn aufs Dach gesetzt. Er wollte über diese Leitung nicht runterklettern. Verständlicherweise sieht auch nicht vertrauenswürdig aus. Wir haben dann beschlossen, ihn oben lassen auf dem Dach. Es war natürlich dann, Alarmzeit war glaube ich 17.30 Uhr rum. Es war natürlich noch die Abendsonne oder die Mittagssonne noch. Es war relativ heiß auf dem Dach. Ich habe ihn dann versorgt, habe mit ihm geredet, ihm erklärt, was jetzt weiter passiert. Ihm die weiteren Schritte erklärt, dass jetzt die Feuerwehr kommt, Krankenwagen kommt. Er hat sich dann relativ schnell beruhigen lassen. Ja, und dann ist er verletzt? Also, so wie ich das mitgekriegt habe, hat er sich an der Rippe verletzt. Die Rippe hat er gesagt, und die Schulter tut ihm weh, und das Genick tut ihm weh, ist klar, der ist da durchs Fahrrad ausgepurzelt. Und ja, von meiner Seite aus, ich kann jetzt nichts groß zu seiner Verletzung sagen, ich wünsche ihm nur schnelle Besserung. Und jetzt gucken wir mal, wie man den LKW hier aus dem Acker kriegt, weil hier soll morgen Mais auf den Acker. Ja. Prima, ich bedanke mich. Ja, danke schön.